Willkommen, Freunde, zu einer nächsten Runde hier in Mario Maker. Wir spielen uns wieder warm für die nächste Generation. Und ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben das Level von Blue Planet Sheep hier. Ein Level von Blue Planet Sheep. Und habe schon früher mal ein paar Levels gespielt. War jetzt, glaube ich, hab's auf jeden Fall nicht mehr negativ in Erinnerung. Und ich muss schon sagen, also dekorativ hier schon einiges zu bieten. So. Hui. Zack. Und bam! Oh, das war eigentlich richtig dumm von mir. Also, mit Karacho da runter. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese. Oh, das war schlecht von mir. Die Art der Umsetzung. Hoppala, warte mal. Gib mir mal Sprunghilfe. Och, Mann. Okay, ich krieg viel zu viel Schwung an der Stelle. Schade, ich wollte den Ballon mir noch von der anderen Seite angucken. Also die Umsetzung hier des Ballons, richtig cool ja mit dem Feuer. So direkt auf realistisch auch gesetzt. Hoppala. Dankeschön. So. Schade, ich würde mir die schon gerne von oben ansehen. Vielleicht kriege ich ja die Möglichkeit nochmal zurückzulaufen. Zack. Ui, weg mit dir. Das sieht danach aus. Oh, hallo Koopa. Ach, Menno, ich wollte den. Wollte den eigentlich mir ganz. Oh, da oben schon die. Hui! Verdammt! Und ich fail. So, dann nochmal. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier fabriziert? Hoppala. Hey! So. Hey, ein paar Münzen. Da unten scheint auch noch was zu sein. Ich höre auf jeden Fall was. So. Gib mir mal eine kleine Sprunghilfe, Cooper. So. Hui. Ich frage mich, ob hier oben irgendwas versteckt ist. Ob du da was noch eingebaut hast. Oder ob die Wolken hier nur so allgemein zur Deko sind. Nicht wirklich, okay. Schade. So. Gut, dann schreiten wir weiter voran. Hehe, daneben. Wow. Ich hatte den fast schon vergessen. Der ist halt ein bisschen fies, wenn die Kamera, wenn diese. Oh, da ist eine Tür. Lass mich raten, von da unten komme ich dahin. Frage ist halt nur, wie komme ich von wirklich dahin? Hammer, Bruder. Okay. Ich würde mal jetzt tippen. Ich folge jetzt meine Münzen. Oh, nice. Kommt hier was raus? Okay. Ein Paracooper. Einer. Ich bin ein Troggle. Ein Trottel. Na gut, dann jetzt aber. Oh, ah, das ist sogar eine Feuerblume. Nice. Matchup! Ups, jetzt habe ich das Ding fast kaputt gemacht, so gesehen. So. Jetzt aber. Jetzt will ich wissen, was da drin ist. Ob sich das Sterben eben gelohnt hat dafür. Kommst du mal runter? Ja. Ach Gott. Aber das habe ich doch so schon geschafft. Okay. Aber wahrscheinlich eine Hilfestellung, wieder hochzukommen. Okay. Autsch. So, also nochmal. Also hier war irgendwo ein Block. Okay, da. Verdammt. Nein! Ach, komm schon. Ja, das wollte ich schon sagen. Du flatterst nämlich hoch, wenn man auf dir drauf steht. Okay. Ein Stern. Also du hast irgendwie den Tick in dem Level gehabt, alles mit Flügeln zu versehen. Oh. In der Stelle, um halt
die für manche ein bisschen leichter zu machen. Okay. Muss ich unten rum? Muss ich unten rum? Oder muss ich hier rein? Ah, okay, ich muss hier rein. Jetzt wird es doch nochmal ein bisschen bedrohlich. Dann droppe ich Yoshi. Nein, Yoshi, komm her. Nein, die Armee der Gumbas, die wird dich aufhalten. Nein! Ich will mein Power-Up nicht verschießen. Komm. Oh. Eine Armee von Paragumbas. Warte mal. Ah, da unten. Wäre der nicht da gewesen, hätte ich das gar nicht gesehen. Ne? So. Okay, wieder die Ballons, diesmal an solchen Seilen. Also du bist echt... Shit, jetzt habe ich so weggeschmissen. Was das angeht, richtig kreativ. Also vom Optischen her bist du auf jeden Fall sehr gut dabei. Ein Wickler. Ein Wickler mit einer Kanone. Okay. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Donk. Zack. So, jetzt will ich wissen, gibt es hier irgendwas? Nö, schade. Obwohl, kann ich hier oben drüber segeln? Tatsache. Und da ist ein Yoshi versteckt. Jetzt habe ich einen Yoshi und einen Yoshi. Verdammt, jetzt weiß ich aber nicht, ob da oben jetzt noch was war. Warte mal, das ging doch so, wa? Okay. Welchen Yoshi nehme ich jetzt? Ich nehme den, der schon die ganze Zeit für mich an der, bei mir an der Seite war. So. Muss der andere eben warten. Ich bin neugierig, was da unten mich erwartet. Ja, komm her. Wahrscheinlich einfach nur ein schwererer Weg, wa? Ach Gott. Warte mal, kann der Yoshi den Großen essen? Nein. Okay. Ey. Warte mal. Ahahaha. So, was hast du denn hier noch versteckt? Und das dritte Leben. Dritte, oder? Ich muss sagen, ein sehr schönes gestaltetes Level von dir. Sehr gut. Hat sich angenehm spielen lassen, ist aber vom Schwierigkeitsgrad her wirklich sanft. Also. Oder ich bin jetzt einfach ein bisschen reingekommen durch das vorige Level. Mal gucken. Gut, dann soll es das auch schon gewesen sein und bis zum nächsten Mal.